Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von ARK. Und Mario ist mit dabei, ob man es glauben mag oder nicht. Ja, und ihr seht schon, wir haben neue Spielgefährten. Ja, zwei Raptoren und wir haben sie sogar schon benannt. Mario sitzt auf Rusty, Rusty einfach, weil der Kleine so etwas rostfarben aussieht. Und ich habe Rüdiger. Der ja. Namensvorschlag kam eigentlich für unseren Kano, aber ich fand Rüdiger ganz cool, weil ich habe früher immer Rüdiger, den kleinen Vampir, geschaut, als ich noch klein war. Deswegen finde ich den Namen echt sympathisch. Der ich mag Rüdiger. Ja auch Vampire. Rudi der Rüdiger. Genau. Ja, und Rusty. Die habe ich letztens in der Nacht- und Nebelaktion gefangen, als sie da hinten irgendwie festhingen im Wasser. Da bin ich dann lang geflogen, da sind sie mir hergerannt und habe sie dann, naja, mehr oder weniger mit 5000 Toten überzeugt bekommen, uns zu folgen. Und unser Kano hat auch einen Namen. Carlo, der alte Schlüpper. Richtig, also wir haben ja auch einige Namensvorschläge von euch bekommen für unseren Kano. Vielen Dank dafür, da waren lustige Sachen bei. Sachen, wo wir dachten, okay, warum sollten wir einen Kano so nennen? Ich hatte auch einen Favoriten eigentlich, ja. Ich nenne den auch gleich mal. Eigentlich fand ich ja das Ross von Zos schon sehr cool. Dann hatten wir überlegt, machen wir Carlo das Ross von Zos, das war sehr lang. Sind wir ja, dann doch bei Carlo geblieben. Bei dem ganzen Gerede hast du Schneeflocke noch unterschlagen. Um Gottes Willen, wir haben noch Nachwuchs bekommen. Schneeflocke. Schneeflocke, unser kleines Kügelchen. Unser Dödi Kurus. Ja, weil das sieht nämlich so cool aus hier so. In stylisch weiß, blau, was auch immer hier. Und hier so ein bisschen Rostflecken drauf. Ja, Schneeflocke. Auf jeden Fall ist der ziemlich cool zum Stein abbauen. Werden wir auch demnächst brauchen, denn wir wollen ja noch, wie gesagt, unsere Basis da hinten am Wasserfall aufbauen. Und da brauchen wir Steine ohne Ende. Und wir brauchen natürlich auch noch ohne Ende Fell. Deswegen, wir wollten noch mit mal ein bisschen Mammuts jagen gehen. Wir werden erstmal wieder vor zu unserer alten Basis reiten, auf den Raptoren. Also da, wo wir ganz am Anfang gesiedelt haben, auf dem alten Server noch. Direkt an der Flussmündung. Da waren ja auch Mammuts unterwegs. Und mal gucken, ob wir welche finden. Leider Gottes können die kleinen Raptoren hier noch nicht so wirklich gut kämpfen. Ja, das hat Mario gerade vor der Aufnahme schon getestet. Gegen eine Schildkröte Level 8 oder nee, was das Skorpion, war? Ein Skorpion war das. Ein Skorpion Level 8. Ja, war noch nicht so berauschend, also da. Naja. Also für Mammuts wird es nicht reichen, glaube ich. Und leider haben wir auch nicht den Rudelbonus, weil es zwei Männchen sind. Ein Männchen und ein Weibchen wäre cool gewesen. Ja, schon diskriminierend eigentlich, ne? Dass die Jungs untereinander keinen Rudelbonus bekommen. Echt mal. Ist ja im echten Leben nur auch nicht anders. Das ist näher. Level 12. An dem können wir uns ja mal ausprobieren. Moment, ich hänge im Trike. Ich naja, hänge genau. Im Trike. Das ist... Hallo? Naja, an dem wollen wir da mal was? Probieren. Ja, ich muss erstmal meine Ausdauer so ein bisschen regenerieren. Ach, Ausdauer wird völlig überbewertet. Ja, und dann hänge ich hier, weißt du, halbtot vom Raptor. Das Gute ist bei den Raptoren, die haben eine wahnsinnige Angriffsgeschwindigkeit. So, njam, njam, njam. Lecker Trike hinter. Ach, das lief locker. Super. Wir müssen dann halt wahrscheinlich nur selber das Zeug rauskloppen, denn die bauen noch nicht so wirklich viel ab, also in Anführungszeichen bauen ab, ne? Aber ich finde es halt ziemlich cool, dass sie so schnell unterwegs sind, also richtig geil. Ja, das ist schon sehr verwöhnend, wenn wir bedenken, worauf wir sonst immer geritten sind. Auf einer Schildkröte. Auf Morla. Auf Morla, wobei Morla hat natürlich ihren Reiz, ja, Morla... Ja, Morla ist eine nette. Morla kann ziemlich viele Schläge ab, das ist ziemlich cool. Und Morla kann schwimmen und braucht dafür keinen separaten Sauerstoff. Ja, wie ihr schon wisst, sicherlich sind wir ab heute nicht mehr allein auf dem Server. Also jetzt zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme sind wir noch allein, denn es ist ja Freitagabend und die Aufnahme oder das Video seht ihr natürlich erst am Samstag. Aber zu diesem Zeitpunkt, Samstag, wenn ihr das Video seht, sind schon neue Spieler auf dem Server angekommen. Ja, das stimmt. Die wird es dann auf jeden Fall in den nächsten Folgen sicherlich mal zu sehen geben, den ein oder anderen. Wir werden mal besuchen gehen und vielleicht schon in der Sonntagsfolge mal gucken, wenn sie denn tatsächlich auch alleingetrudelt sind. Wenn sie überlebt haben. Wenn sie überlebt haben. Paar Minuten. In ihrer Bambushütte. So, und ich muss erst mal gucken. Also, Rüdiger ist so ein bisschen schwach auf der Brust, ja. Wieso ist der hat keine Ausdauer. Ja, ich hab ja aber da ist was Lilanes. Oh nein, ich will, geh da weg. Ich will, nein, ich meine will. Ausdauer, auch sei doch mal nicht so. Ich will das auch machen. Ich will reingucken. Nein, ich will. Ich will. Geh da weg. Das hat nur noch 10 Sekunden, oh mein Gott. Ja, dann mach halt auf, mein Gott. Da bestimmt eine Lüge. Nein, da stand 10, also sind keine 10 Sekunden, aber... Hast du was Brauchbares bekommen? Nee, weil so ein Laserpointer-Dings hier, ein Flashlight, also hier so ein eine Taschenlampe. Lichtchen.
Ein Aufsatz. Lauf mal zu, weil da kommen Fälle die los. Ich soll zulaufen. Und noch ein Try. Machen wir den kaputt? Level 8. Ach, hallo. Zack, zack. Bam. Ja, das Gute bei denen ist wirklich die Angriffsgeschwindigkeit. Also. Ah, los. Naja, alles mit. Und eigentlich wollten wir Mammut jagen. Wir sind schon weit gekommen. Ja, also der Wille ist ja schon mal da. Das ist Wahnsinn, wie schnell du immer weiter rennst, ja? Ich guck mich ja immer noch mal so ein bisschen um, genießt die Gegend. Wir haben noch ein Ziel. Hier gibt's nichts mit Gegend zu genießen. Wir waren hier schon 500.000 Mal. Na und? Für mich ist das immer wieder neu. Nein, hier wird nicht getrödelt. Hallo Piranha, geh weg. Ja, ist ja gut. Immer auf mir in den Hintern zum Beißen, oder vielmehr Rusty. Ja, ey, komm! Weg da! Ey, du dober Piranha! Nein, du! Push! Drecks-Piranha! Aua! Der hat mich aber richtig aus dem Wasser gefeuert gerade. Sah auch gut aus. So, war schon mal Nummer 1. Nummer 2 folgt auch gleich. Ja, es geht aber trotzdem nichts über Milchzahn Junior. Das stimmt, Milchzahn Junior ist aber noch nicht in Sicht. Nee, das wird noch eine Weile dauern. Wo bist du soweit? Oh, davon geht's. Da vorne kannst du reingucken. Da ist ein. Auch ein Lilanes. Ja, da sind wir ja noch nicht. Ja, da kommen wir da dran vorbei. So, nur zur Sicherheit, ich muss hier nur an der Küste lang, richtig? Korrekt. Dann habe ich ja gar kein Problem damit, dass ich hier vorlaufe. Nee, ich werde dann einfach rechts abbiegen und. Ja, du nimmst wieder den geheimen Weg, ne? Den geheimen Weg. Den geheimen Pfad wirst du betreten. Den ultrageheimen Weg. Ja, an Lake Pearl vorbei. Ja, genau. Nein, natürlich nicht. Denn wir müssen ja zu dem Berg halt. Also wir müssen mal gucken, wo wir die Mammuts finden. Es kann durchaus sein, dass wir dabei suchen müssen, denn beim letzten Mal, wo wir Fellkleidung gefarmt haben in der Gegend, wo wir sonst waren, das hat wirklich lange gedauert. Weil also zum einen ist es Fell halt ewig schwer, das muss man oft genug ausladen gehen, und zum anderen hat man natürlich auch das Problem, dass man die Mammuts nicht so oft findet. Man braucht halt, ich weiß gar nicht, was hat man gebraucht? Irgendwie 350 Felle oder so? Ach, das war echt eine Menge. Und ehe wir das zusammen hatten, ich bin zwischendurch, glaube ich, ein paar Mal vom Berg gefallen. Naja. Ja. Ich muss kurz recken. Aber ist deine Ausdauer auch so schlecht? Ja, du nimmst wieder den Weg übers Land. Ich bin genauso durchs Wasser geschwommen wie du. Ich weiß noch nicht, warum du unten stehst. Na, ich bin noch am Strand. Ja, da ist ein Sarko. Warum stehst du denn unten? Na, weil ich nicht hochgegangen bin. Na, du wolltest doch hier das Ding einsammeln, oder nicht? Zu spät. Ey! Ist ein Kompass drin. Oh, nö. Du hast gesagt, weil du nicht hochgegangen jetzt bist. Jetzt komm runter, wir kümmern uns hier um den Sarko. Dann lauf einfach dran vorbei. Nein! Los, komm jetzt. Wir haben Termine. Wir haben Termine mit dem Mammuts. Oh mein Gott. Was machst du da? Am Stein stürzen? Bin erstmal kurz einen Meter gefallen. Schneller, schneller, schneller. Ja, ausdauertechnisch geht es eigentlich. Also es ist nicht so schlecht, aber jetzt auch nicht so berauschend. Ja, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, meine ist hier dauernd alle. Und da vorne ist noch irgend so ein Hilfspaket. Und hier ist gleich mal ein Bronto. Hallo? Ja, ihr seht schon, Anni trödelt gerne. Ich trödel nicht gerne, ich guck mir die Landschaft an. Verbringt schon die halbe Folge damit, Anni hier erstmal zum Ort des Geschehens zu bringen. Ich sehe dich und jetzt bleibt da vorne stehen. Los, warte auf mich. Ich renne einfach mal. Oi, was sag mal? Na, wenn ich stehen bleibe, trödelst du wieder. Dann biegst du wieder ab. Oh, ein Blümchen am Wegesrand. Zack, vom Pfad abgekommen. Nicht. Meine Ausdauer ist schon wieder alle. Ja. Ach man, Rüdiger, da müssen wir ein bisschen was machen dran. Wie viel hat er denn? Na, ich glaube zu wenig. Und Rüdiger hat gekackt, vielleicht hing ihm die Wurst quer. Nein. Oh mein Gott, viel zu viele Bilder in meinem Kopf. Jetzt mach mal hin. Ich habe... Du interessierst nicht. Nee, warte mal. Du bist wieder so charmant heute. 285 hat er. Ja, dann ein bisschen weniger als ja, was hast Rusty. Du, 400? Nein, 365, glaube ich. Ja, aber da merkst du doch schon. 345. Das ist ein Riesenunterschied. Gigantisch. Und dann wartest du nicht mal auf mich. Na, sonst wird das nichts. Wir kommen nie bei den Mammuts an. Wir kommen da schon noch an. Ja, ihr seht schon, mit Anni irgendwo hinzugehen, das ist immer, weiß ich nicht, immer herausfordernd. Herausfordernd nennst du das. Kann nichts dafür, dass du mal davon gehst und mir den Raptor gibst, der langsamer ist. Wir hätten ja mal tauschen können. Ich habe mich vorhin extra schon auf Rusty draufgeworfen. Nein. Kleiner, du kleiner Drecksdilo. Dann bist du doch schon. Dilo. So, kaputt ist er. Level 4.
Nicht Konter. Jetzt renn nicht gleich wieder weg, lauf langsam. Los, Pees. Wir müssen hier rüber auf die andere Seite. Ja, ich komme dann irgendwann nach, ne? Ich nehme Bus. Bus, ja, die U-Bahn. Die U-Bahn, genau die. Ja, müssen wir mal kurz gucken, ob wir überhaupt so ohne weiteres rüberkommen oder ob wir hier vorne nicht lieber den Weg nehmen, wo es ein bisschen weniger weit ist. Ich erinnere, ich erinnere mich, schön, Sprachprobleme wie immer, dass wir hier unseren ersten Patschü gefunden haben. Ja, das stimmt. Der hing quasi vor dem großen Tor und eigentlich erwarte ich jetzt, dass sich auch unsere großen Tore auftun und das werden sie nicht. Wir müssen hier rüber. Ach, ja, übrigens, da wir es ja bisher vergessen haben, nochmal ganz kurz was zum Gewinnspiel und den ganzen Kommentaren logischerweise. Ne? Also Wahnsinn, was wir an Kommentaren bekommen haben, auch Namensvorschläge zu den einzelnen Dinos. Wahnsinn, wirklich echt die Hölle. Und es wird ein bisschen dauern, bis wir alle Kommentare gelesen und auch teilweise beantwortet haben. Also wir werden jetzt nicht auf die ganzen Namensvorschläge eingehen oder sowas. Oder auf Gewinnspielsachen, wenn ihr irgendwas geschrieben habt. Also wenn natürlich Fragen sind, klar, logischerweise schon, aber das dauert wirklich lange, bis wir das gelesen haben. Also so 2-3 Tage werden das sicherlich ins Land gehen. Denn es ist wirklich Wahnsinn, euer Feedback. Unglaublich. Hätte man nicht mitgerechnet, dass es so extrem ausfällt. Und davon ist ein T-Rex ein Weiser. Ja. Ja, also wirklich. Vielen Dank erstmal für eure Kommentare, für euer Feedback. Gebt uns ein bisschen Zeit zum Antworten. Genau. Das ist ein Level 4 T-Rex. Ja, da hinten ist aber noch einer. Das sind noch zwei. Der andere Level 20. Ja, komm mal mit jetzt hier. Ich kann nicht so schnell. Ja, du trödelst. Die T-Rex sind total unruhig. Los jetzt, lau. Wir müssen Mammuts suchen. Ja, die sind ja nun nicht hier, in dem Gebirge. Das ist ja weiter oben, oder? Nee, das ist genau hier. Hier haben wir welche gefunden. Genau vorne. Hier? Und das hier ist erstmal ein Kano. Ja, aber der ist Level... Weiß nicht, wo denn? Na, hier bei mir. Komm sogar her. Zwei Kanos. Komm mal her. Ja, ich bin doch hier. Ja, dann machen wir den kaputt. Der kommt eh schon an. Ja, aua. Ist kurz hier noch, Ich glaube, der kann nix. Level 9, naja. Guck mal, der blutet doch schon. Oh, au, hallo, okay. Du auch noch, Freundchen. Ja, das Gewinnspiel läuft übrigens noch bis morgen. Richtig, aua. Oh, aua, scheiße. Das geht jetzt nicht. Ich muss dich leider in Ruhe lassen. Oh. Irgendwie hatte ich gerade schon den roten Bildschirm gesehen, aber eigentlich... Ja, voll die Lebenspunkte. Warum habe ich die rote Anzeige gesehen? Ja, weil das immer rot leuchtet, wenn du getroffen wirst. Guten Morgen. Okay. Level up. Wer hat denn hier das Level up? Rüdiger. Rüdiger möchte schneller werden. Oder zumindest mehr Ausdauer haben. Nein. Kampfkraft, Mann. Da kämpft doch schon wieder irgendwas. Ja, ich bin gerade abgeschlossen. Sehr schön. Kampfkraft und Lebenspunkte. Was anderes kommt nicht in die Tüte. Ja, gut. Au! Wandet jetzt noch. Hab ich dich Ach, du hast mich gehauen! Ja, Entschuldigung, ich musste gerade mal ein Stück Fleisch raushauen. Ja, ich finde, dass wir unser Ziel, dass wir unserem Ziel schon extrem nahe gekommen sind mit dem Fell. Naja, also zumindest sind wir schon mal im. Och, und jetzt kommt hier der nächste Raptor an. Aber der hat ja Anlauf genommen, die Sockel hier. Komm mal her. Ja, pass auf, umso noch mehr. Ja, aber er ist schon mal nicht mehr. Aber wir können das Leder auch gut gebrauchen, denn wir rennen hier aber noch in Stockklamotten rum, denn wir hatten leider noch nicht die Möglichkeit, hier viel mehr Leder zu sammeln. Und da kommt der nächste. Aber eigentlich dürfen die uns nichts tun. Theo Power, doch, tun wir. Ja, der andere kam ja auch angerannt. Und ja, der nächste. Die haben auch eine schöne Farbe im Kampf. Auf jeden Fall. Ich habe mal irgendwie gelesen, dass es, wenn man selber einen Raptor hat, dass die dann nicht angreifen, wenn man drauf sitzt. Ja, das hat ja wunderbar funktioniert. Vielleicht war das nur ein Bug bisher und das wurde gefixt, keine Ahnung. Sag mal, Junge! Was machst du denn da? Sag mal. Ja, irgendwie komm ich hier nicht zurecht. Bleib doch mal stehen, du rennst immer weg. Ich wollte eigentlich... Bleib doch mal stehen. Der schubst mich weg, ich laufe nicht. Du musst immer den Berg hoch schubsen wollte lassen. Wollte ich, weil dann fliegst du nicht so weit. Ich habe auf jeden Fall Schmerzen. Oder zumindest Rüdiger. Ja, kannst du Rüdiger auch mal füttern. Mit Fleisch. Force-Feeding? Ja. Okay, Rüdiger, Schnute auf, rein damit. Sehr schön. So, wir wollten aber eigentlich Mammuts jagen. Das ist da oben die T-Rex.
So, hau Was mal machst du drin. da? Na, erstmal jetzt Dings füttern. Rusty. Ja. Ja, weiter nach rechts oder was? Nee, nach links. Na gut. Ja, normalerweise sind wir an der Stelle. Hallo, Ich Patsch. habe damals immer rechts geguckt. Ja, also die können überall spawnen. Und auf dem Berg hatte ich auch geguckt. Dann lass mal hier gerade zugehen. Na, hier so irgendwo hoch. Also meistens haben wir damals immer ganz viel in der Gegend gefunden, wo es ein bisschen grasiger ist. Grasiger. Grasiger? Grasiger klingt auch komisch. Du erfindest hier schon wieder irgendwelche Worte. Weil das kann. Walla, naja. Warum ist ein Geier? Ja, der Geier, der interessiert es nicht. Ah. Ja, irgendwie haben wir noch keine Mammutze entdeckt, Was ist ne? hier los? Wer hat die Mammuts aufgefuttert? Da unten ein Säbelzahntiger. Na, die haben aber kein Fell. Nee, nicht wirklich. Oh, zwei Kanus? Lalala. Wo denn? Na, hier geradezu? Da, Ach so. ja, kommt er schon. Das sind gerade so ein komisches Geräusch. Oh, die haben Nudelbohnen, das ist doch nicht hoch. Ja, das ist aber die überleben nicht lange. Los! Rüdiger! Schaffst du! Die machen eine Menge Schaden. Ja, aber guck mal, der erste, guck mal hier, der liegt doch schon. Keine Da kommen Chance. noch Raptoren Och Mensch, was ist angeflogen. denn jetzt hier los? Alter, hier kommt eine Menge. Aua, aua! Rennen, Also Rüdiger! lauf. Ja, ich hau ab. Au, au! Das ist nicht so geil, was jetzt hier dieser Raptor macht. Sag mal! Warte, ich komme, ich komme, ich komme. Ja, Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Mein Gott, ich habe nur noch den unteren Balken meiner Lebenspunkte. Das war jetzt ja spannend. Erstmal ein paar Punkte in Lebensenergie stecken. Das kann nicht schaden. Ja, das glaube ich allerdings auch. Es gab ja wenigstens Level-Up Ja, die zwischendurch. sind noch nicht so wirklich trainiert, die Sag mal, wie viele Kleinen. Lebenspunkte hast du? Ich habe jetzt 1411. 1665. Ey, Finger weg von unserem Fleisch, Freundchen. Freundchen, so nicht, ne? So, Rüdiger, du kannst gleich mal was essen. Ach ja, spannend. Spannend. Ja, schön. Also wir haben schon Richtig guten Mammuts gefunden. ganze 0 Mammuts gefunden. Das ist episch. Ich muss jetzt mal hier kurz abwarten. Rüdiger hat so einen HP-Verlust. Ja, wie gesagt, einfach ein Ja, bisschen mache ich ja schon, Fleisch wenn ich genug einwerfen. Fleisch hätte gerade. Habe ich Nee. aber nicht mehr. Na, hier liegt ja noch Zeug rum. Na, ich sammle ja schon. Meinst du, ich sammle nicht? Ja. Ich beiß dir hier gleich in den Hintern. Das machst du aber immer. Weißt du sammelst hier alles weg. Wie soll ich denn dann was essen Ja, weil können? es trödelt. Schmeiß mir jetzt mal so ein bisschen rohes Fleisch hier hin. Ja, bleib mal stehen. Guck mal, da hast du was. Ja, Das damit. ist noch was. Jetzt habe ich das schon längst Rüdiger gegeben. Dir gebe ich das nicht. Du wirst es nur eins alleine. Ja. So. Ja, also irgendwie viel Lebenspunkte hat er gerade nicht. 770 aktuell. Wie viel hast du? Aktuell. Ach, schon wieder falsch geguckt. Moment. 815. Ja, dann esse ich den Rest hier auch noch. Ja, ist mal. Das ist nicht viel, ey. Ja, wenn die mal ein bisschen mehr Kampfkraft hier haben und auch Lebenspunkte, dann geht es einigermaßen. So, Aber am Anfang. ich mogel mich mal nach oben. Ich will ja nur mal gucken, ob hier noch irgendwas wartet. Da ist Skorpion und noch ein T-Rex da hinten. Ich halte es doch nicht aus. Wo? Na, noch ein bisschen weiter, geradezu durch die Steine. Da beim Geier. Dort hinten, wo der Geier rumtobt, ist auch ein T-Rex. Sehe ich gerade nicht. Ne, ich Ja. habe ihn schon gesehen. Oberskorpion Also hier. Rüdiger und Rusty sind noch nicht so gut. Ne, die sind noch nicht so fit. Oh. Ich guck mal, ob ich erkennen kann, was das für ein T-Rex ist. Das ist mir eigentlich egal, weil ich glaube, der würde ordentlich Schaden machen. Es ist ein Mädchen in Level 38. Nee. Lassen wir lieber. Das lassen wir mal lieber. So, dann ist ein Stego. Und Skorpion. Kein Mammut. Es ist kein Mammut da. Irgendwer die Was ganzen soll Mammuts gefuttert. das? Ich denke mal, die T-Rex vorne haben die Mammuts Ich gefuttert. glaube auch. Ach, Manu. Ja, die Stego lassen wir jetzt noch am Leben, ne? Wir flitzen mal hier dran vorbei.
Und ist hier kein T-Rex? Der würde uns wahrscheinlich gleich anspringen. Von der Na, Seite. Der hing hinter den Steinen. Ja, das Gute ist ja, der kommt ja gar nicht hinterher. Ja, hier ist er doch. Rechts. Oder, ach, da oben. Oh, der Lauf, Laufforest. Ich auch! Mein Gott, nein, wer haut mir denn hier schon wieder für den Säbelzahntiger? Und lauf so ein bisschen schräg den Berg runter, damit er nicht so weit gekickt mach wird. Mach ich. So. Wir sehen uns unten an der Küste, nee, oder was? Wo willst du denn hin? Du sollst nicht runter, du sollst hier oben bleiben. Ach so. Ich wollte lieber erstmal weg. Oh, lauf mal. Ach nee, der ist immer noch da. Hey, lauf doch mal weiter. Lauf doch mal weiter, Forrest. Forrestine, nein! Was ist das denn? Was hast du denn jetzt gemacht? Oh nee, ich hänge im Baum. Ach komm. Wir sehen uns irgendwo wieder. Ja, Anni ist schon wieder irgendwo verloren gegangen. Ich muss erstmal suchen gehen. Na, bleib einfach mal. Und wir sind schon wieder durch mit der Folge, weil Anni wieder getrödelt hat. Hey, ich bin wieder da. Du hast trotzdem getrödelt. Wo bist du denn? Guck mal hier, hallo. Du hast trotzdem getrödelt. Wir sind trotzdem durch mit der Folge. Ja, das stimmt. Es ist Wahnsinn. Und wir haben nichts geschafft, weil Anni getrödelt hat. Ihr habt's gesehen. Ja, klar. Es lag wie immer an mir. Auch die Mammuts habe ich gefressen. Ja, vorher. Ich glaube hatte großen schon. Hunger. Ja. Nur damit ich diese Folge boykottieren kann. Korrekt. Ich glaube dir das aufs Wort. Na? Ja. Na klar. Wir werden mal hier noch ein bisschen Mammut suchen gehen, mal gucken, ob wir irgendwas finden. Irgendwie ist hier nicht so viel los aktuell. Ja, aber wir wollen ja warme, flauschige Kleidung haben. Ja, das stimmt. Das heißt, wir müssen irgendwas finden. Brauchen wir ganz dringend. Ja, Mensch, wenn es euch gefallen hat, also wieder einen Daumen hoch da und morgen nicht vergessen einzuschalten zur Doppelfolge Ark am Sonntag. Ja, wir sind selbst noch gespannt, was uns da erwarten wird. Vielleicht haben wir bis dann schon Fellkleidung. Wir wissen es aber noch nicht. Je du nachdem, bist sehr optimistisch, wollte ich mal sagen. Je nachdem, ob wir ja noch Mammuts finden oder nicht. Vielleicht sind sie auch schon ausgestorben. Ansonsten mache ich Kleidung aus deinem Haar. Ich habe kein Haar. Naja, dann wird das halt so, nicht so warm. Naja, wie gesagt, das soll es gewesen sein für die Episode. Danke fürs Zuschauen, für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns morgen. Genau, bis morgen. Bis dann, ciao. Tschüss.